Ja, cool. Wir sind jetzt hier in Hückeswagen und auf der Suche nach dem Wasserquintett-Radweg. Mal schauen, ob wir ihn finden. Nachdem wir dann den Einstieg gefunden hatten, ging es auch schon los. Der Radweg führt von Hückeswagen über Wipperfürth nach Marienheide. Die Strecke umfasst rund 19 Kilometer, die man weitgehend unterbrechungsfrei fahren kann. Auf der ganzen Strecke ist lediglich eine Straßenüberquerung mit Drängelgittern abgesichert. Die restlichen Straßenquerungen sind nur mit Vorfahrt-Achten-Schildern ausgestattet, da es sich bei den Straßen lediglich um Nebenstraßen handelt. Neben alten Markierungssteinen sind auch die alten Fußgängerbrücken erhalten. Kurz vor Wipperfürth passieren wir einen Flughafen. In Wipperfürth ist der Weg im städtischen Bereich sogar beleuchtet. Die Strecke wird zwar überwiegend von Wanderern und Radfahrern genutzt, auf unserer Tour haben wir allerdings auch andere überraschende Fortbewegungsmittel gesehen. Hallo. Zwischen Ohl und Marienheide passieren wir den 90 Meter langen Krummen-Ohler Tunnel, der glücklicherweise auch zum Radweg gehört. In Marienheide endet unsere Tour unvermittelt an diesem Schild, da die Brücke Klosterstraße scheinbar noch nicht fertig geworden ist. Daraufhin traten wir den Rückweg an.